Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. So eine Tiefbohrung wird ja nach allen Seiten hin extrem dicht gemacht. Und wir haben da nicht nur die Stahlrohre, mit denen die einzelnen Sektionen ausgekleidet werden, sondern die Zwischenräume zwischen den Stahlrohren werden auch noch mit Zement aufgefüllt. Und diese ganze Konstruktion wird fest im Felsen einzementiert. Das ist eine bombenfeste Sache, die eigentlich eine Installation für die Ewigkeit im Prinzip darstellt. Aber trotzdem kommt es immer wieder mal vor, dass man auch wieder solche Bohrlochkonstruktionen rückbauen muss. Und das ist eine ziemlich schwierige Sache. Da muss man nämlich tatsächlich mit einer Fräsgarnitur in die Bohrung reinfahren und dann muss man das ganze Gebilde aus Stahl und Zement mühsam wegfräsen. Ja, das macht viel Krach und ist eine ruppige Angelegenheit und erzeugt viele Späne. Und es geht vor allen Dingen oft sehr langsam voran. Und das kostet sehr viel Geld, denn so eine Bohranlage ist sehr, sehr teuer. Und deswegen macht die Bohrmannschaft manchmal alles, um irgendwie die Geschwindigkeit zu steigern. Da wird mehr Gewicht auf den Fräser draufgestellt, die Drehzahl erhöht und so weiter. Aber tatsächlich nützt nicht immer viel auch viel, sondern die Späne, die da unten an der Fräsgarnitur entstehen, die haben unterschiedliche Formen, je nachdem, welche Betriebsparameter eingestellt werden. Das können wir ganz gut auf unserer Drehbank in der Werkstatt vorführen. Also wenn wir die Betriebsparameter ein bisschen ändern, können wir manchmal kurze Bröckelspäne erzeugen oder auch ganz lange Dauerspäne, wenn ich die mal so nenne. Wir haben auch mal einen Fräsversuchsstand bei uns am Institut aufgebaut und haben dieses Wegfräsen von Casingen tatsächlich mal im Modellmaßstab simuliert. Und auch hier sieht man sehr deutlich, dass mal längere und mal viel kürzere Späne entstehen, je nachdem, welche Parameter man gerade einsetzt. Und jetzt ist es eben so, dass nicht alle Späne wirklich zum Fräsen geeignet sind. Die Späne, die wir bevorzugen, das sind so diese ganz kleinen Späne, die man leicht durch die Bohrspülung auch austragen kann. Aber wenn die Parameter nicht optimal stimmen, dann gibt es auch manchmal so ganz wilde, lange Späne, die alle möglichen Formen haben. Und diese Späne kann man sehr, sehr schlecht aus der Bohrung austragen. Und dann bilden sich rund um die Fräsgarnitur solche ganz wilden Spannennester. Und dann lässt sich alles sehr, sehr schwer ausbauen. Das Bohrloch ist verstopft. Ach je, das ist ein ziemliches Theater. Also mit diesen langen Spänen kann man im Prinzip auf dem Bohrturm gar nichts anfangen. Aber es ist ja Weihnachten. Und man kann diese Späne theoretisch zum Beispiel dafür benutzen, einen Weihnachtsbaum hübsch zu schmücken, so wie wir das hier gerade sehen. Tja, und da wird mir ganz warm ums Herz. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und guckt weiter unsere Sendung Spaß mit Tiefbohrtechnik. Glück auf! Tausendmal